Hallo, ich bin heute mal wieder drin und ich habe mal wieder Lust, ein Video zu machen nach langer Zeit. Im Winter ist es mir leider viel zu kalt draußen, deswegen mache ich noch mal ein Video drin und sobald mal wieder schön Wetter wird, auch mal wieder draußen. Ja, heute wollte ich mir meine Messersammlung von der Firma Otter zeigen. Solinger Betrieb, richtig tolle Firma. Wie auch hier bekannt ist das Mekator. Wunderschönes Messer. Sehr einfach gemacht aus drei Teilen. Hinten hat so eine Verriegelung. Sehr scharf und sehr stabil das Messer. Ne? Also jedes Messer von denen ist eine super Handarbeit und echt sein Geld wert. Die haben jetzt die Preise erhöht. Und ja, morgen ist der 3. April. Ich habe eine E-Mail bekommen von Newslater. Habe ich da abonniert. Und eine E-Mail am 3. April ist irgendeine Osteraktion. Da gibt es dann wahrscheinlich Prozente oder irgendeine Aktion auf Messer bei der Firma Otter. Da bin ich mal gespannt. Viel weiß ich noch nicht darüber, aber da werde ich morgen auf jeden Fall mal reinklicken. Ja, hier habe ich das Mekator auch in Schwarz. Ja, das gibt es auch in diversen anderen Griffbeschalungen, sogar mit Messing und Grün habe ich gesehen. Auch mit einer Damastklinge gibt es das auch. Ja, das ist super Messer, das ist das Kaiser-Wilhelm-Messer aus dem Ersten Weltkrieg, das Soldatenmesser. Sehr einfach gemacht, sehr stabil. Es war mal günstig, also ich habe es vor einem Jahr, glaube ich, mal für 10 Euro gekauft. Mittlerweile kostet es 40. Ne, das sind dann das Einfache. Ne? Die anderen sind natürlich dann auch etwas teuer. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was die Firma Otter morgen plant. Wenn die jetzt 5% auf alles machen, naja, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Hier habe ich jetzt noch zwei Etuis bestellt von Robert Klaassen. Da passen die Messer perfekt rein. Einmal aus Kameleder und einmal aus Rindsleder. Da gibt es, glaube ich, noch diverse andere auf der Internetseite von Robert Klaassen. Auch Solinger. Und ja, das waren jetzt hier die beiden. Was haben wir denn da noch? Hier das Messer zum Beispiel ist auch von der Firma Otter. Und hier Halbstopp und geht ganz auf. Das ist ein normales Slipjoint-Messer. Es hat keine Verriegelung. Ich habe ja auch so ein Band dazu gekauft. Das habe ich jetzt von der Messerschmiede Kubesch. Er hatte noch eins auf Lager. Ich hatte ihn darauf auch mal angeschrieben, weil ich es in einem Video gesehen hatte und wollte es unbedingt haben. Bei der Internetseite gibt es dieses Modell leider nicht mehr. Vielleicht auf Anfrage. Gibt es auch in anderen Griffbeschalungen. Das war jetzt Buche mit grün gefärbt. Müsste das, glaube ich, eine Buche sein. Und hier und so, auch so ein Band dazu, was auch von der Firma Otter ist, das Lederband mit einem Kupferstück am Ende. Das gibt es dann wahlweise auch als Messing und Edelstahl. Ja, dazu zu jedem Messer, der auch ein Lineart-Hole hat, dazu zum Kaufen. Ja, wunderschönes Teil. Und ja, ich habe jetzt auch hier so ein Etui, das ist auch von Robert Klaassen. Da passt so ein Taschenmesser auch perfekt rein. Dann habe ich noch einmal hier von den kleineren Taschenmesser. Na, geht's raus. Na, komm. Na, warum geht das denn nicht raus? So, ja, es sind trotzdem super Leder Etuis. Ja, auch dazu gekauft. Das Schwarze gibt es auch in einer anderen Farbe. In Natur oder in Schwarz. Ist jetzt keine Gürteltasche. Es sind normale Steck-Etuis, so eine Lederpouch dabei. Auch mit dem Otter-Symbol drauf. Ja, hier ist das Messer. Auch normales Slipjoint ohne Verriegelung. Das ist das Dragu-Messer von der Firma Otter. Sehr, sehr schönes Pappelholz gefärbt. Ja, rostfreier Stahl. Gibt es wahlweise auch, glaube ich, in einem anderen Stahl. Da muss man mal im Internet nachgucken und auch auf die Messermaße. Das sind dann die mittelgroßen Taschenmesser, die es auch in diversen anderen Designs gibt und auch in anderen Größen. Da einfach mal auf der Internetseite nachschauen. Ja, super Teil, eins meiner Lieblingsmesser. Also, das ist echt wunderschöne Handarbeit, sehr stabil. Das wackelt kein bisschen, da gibt es kein Spiel vorne, hinten. Normales Slipjoint, es verriegelt nicht, ne? Es geht zu, es hat keinen Halbstopp. Ja, das Dragu. Und jetzt haben wir hier auch ein sehr schönes Messer. Das geht leichter raus. Auch mit so einer Lederetui. Auch von der Firma Otter, jetzt in Natur, in Hell. Auch sehr schön. Hier unten sogar bei denen ein Wasserablauf. Sehr schön hatte ich dazu gekauft und zwar bei dem Imkermesser. Ja, das habe ich jetzt mit dem Birnenholz gewählt. Ist sehr helles Holz. Gibt es wahlweise aber auch in Pflaumenholz. Das ist dann etwas dunkler. Aber beide sind schön. Das muss man sich halt dann für entscheiden mit Messingbacken. Hier so eine Messingbiene drauf, wenn man das sieht. Ich halte es mal in die Kamera.
Vielleicht sieht man es ja wunderschön gemacht. Bei dem Messer, das heißt Imkermesser, und bei dem Messer ist es so, wenn man eins kauft, wird ein Teil von dem Geld an den Imkerverband in Deutschland gespendet. Das finde ich eine super tolle Sache. Ist auch ein wunderschönes Taschenmesser. Ja. Und super verarbeitet. Also da gibt es echt so schöne Messer, auch in anderen Griffbeschalungen, in der Größe. Ich vergleiche das mal mit der Größe mit dem Drago. Es ist ein bisschen anders von der Klinge her, aber von der Größe fast gleich. Ja. Dann, was haben wir hier noch? Ja, hier habe ich zwei Ankermesser. Und zwar das erste mit, die Griffbeschalung war, denke ich mal, Grenadil müsste das gewesen sein, ja, auch mit einer Leder Pouch. Das hat Lanyard Hole hinten. Die gibt es auch in anderen Griffbeschalungen, die Ankermesser. Und auch ohne Lanyard Hole gibt es die auch. Einfach mal durchklicken bei den Taschenmessern bei der Firma Otter. Ich verlinke die Seite von denen auf jeden Fall mal und bin da echt gespannt, was da morgen für ein Osterangebot kommt. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, das ist ein richtiges Seglermesser. Sticht nicht, aber es schneidet. Ne, ein richtiges Matrosenmesser. Wunderschönes mit dem Anker hier gemacht. Wunderschönes Messer. Ja, dazu habe ich dann auch so eine Gürteltasche. Das ist jetzt die kleinere. Die gibt es dann auch in Natur oder in Schwarz mit dem Anker vorne drauf. Hinten halt für den Gürtel. Man kann es auch mit einem Knopf öffnen. Tolles Teil, sehr stabil. Die sind nicht ganz so billig, diese Gürteltaschen bei der Firma Otter. Aber sehr gute Qualität und sehr, hier auch das Otter-Logo drauf. Sehr schön gemacht. Ja, und hier hatte ich jetzt das zweite Ankermesser, was ich habe. Das musste ich auch unbedingt haben mit den Knochen. Ja, mit der blau gefärbten Klinge. Sehr schön gemacht, jetzt auch mit Lanyard Hole. Und da hier ist zum Beispiel eins mit Edelstahl hinten dran. Ja, auch sehr schön mit dem Anker gemacht. Wunderschönes Taschenmesser wollte ich unbedingt haben. Und dazu habe ich dann diese Lederpouch hier mitgekauft. Das ist ein normales Etui, da ist jetzt keine Gürteltasche. Die gibt es, glaube ich, nur in dieser Farbe, auch mit dem Anker vorne drauf, mit einem Druckknopf vorne drauf. Die hatte ich mir dann zu diesem Messer auch dazu gekauft. Auch hier mit dem Otter-Logo hinten drauf. Ja, dann habe ich jetzt noch von den großen Messern, kommen jetzt noch ein paar von Otter, und zwar das Hippeknieb. Und zwar die größere Variante, die gibt es auch in kleiner, auch ein Slipjoint-Messer ohne Verriegelung. Und das habe ich gekauft in Eisbuche. Also wirklich geiles Material. Sehr schön verarbeitetes Messer, übel stabil. Ja, wunderschön, es liegt perfekt in der Hand. Es ist halt das Große, es gibt es auch in kleiner. Und auch in diversen anderen Griffbeschalungen, wie Räuchereiche und was es da nicht alles gibt. Das ist das Hippeknieb Eisbuche in Groß. Ja, und da habe ich jetzt auch eine Gürteltasche. Das ist jetzt die größere Variante dazu gekauft. Und diese Natur, die gibt es auch in Schwarz. Und hier hinten auch mit Druckknopf, dass man seinen Gürtel halt tragen kann und einfach abmachen kann. Auch mit dem Otter-Symbol hier dran. Auch ein Ablaufloch für Wasser. Wo war es? Hier schön gemacht. Die sind wohl etwas teuer. Also die sind schon über 60 Euro, diese Gürteltaschen. Das ist schon ein stolzer Preis, aber sehr gut verarbeitet und sehr gutes Material. Also das ist kein Schrott. Ja. Dann war das da. Dann habe ich noch hier auch ein größeres Taschenmesser. Und zwar das Hirschhorn-Jagdmesser. Hinten mit einer Backlock-Verriegelung. Hier Bessingbacken sehr schön gemacht. Also das ist echt ein klasse Messer. Ja, auch mit dem Hirschhorn. Sehr schön gemacht mit dem Messing hier hinten. Das ist echt fantastisch. Ich habe auch ein sehr schönes Horn ergattert. Nur bei meinem Horn, wenn man das in der Kamera jetzt richtig sieht, auf der einen Seite ist es was dicker als auf der anderen Seite. Es liegt links perfekt dafür in der Hand, rechts auch, aber anders. Ja, es liegt trotzdem noch gut in der Hand. Bei hier schon ist das halt immer dann so eine Sache. Eine Seite ist dicker als die dünnere. Ich fände es dann schon besser, wenn beide Seiten gleich wären. Ist Ansichtssache. Und man, wenn man das online bestellt, kriegt man natürlich dann immer mal ein Hirschhorn Überraschung. Das ist jetzt sehr schön. Das Muster, aber ein wunderschönes Messer, das nennt man den Notschlachter, so ein altes Bauernmesser. Ne? Das gibt es auch mit so einem Ring hier oben, in hier schon, was man umklappen kann als Verriegelung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Verriegelung heißt. Und das gibt es auch mit anderen Griffbeschalungen. Das werde ich mir sehr wahrscheinlich noch kaufen mit diesem Ring, aber dann, ich glaube, das war eine Eiche-Material noch da
dazu kaufen. Ja, und dazu hatte ich jetzt bei dem hier schon auch eine Gürteltasche, auch mit Druckknopf. Hier vorne das Otter-Logo und hinten wohl kein Druckknopf. Da ist das normal von Meet, die war auch etwas günstiger als die andere Scheide. Da würde jetzt aber theoretisch auch von der Größe her das Hippe-Kniep das große reinpassen oder die anderen großen Messer. Immer wenn man ein Messer kauft, kann man auf der Internetseite immer sehen, darunter ist so ein Zubehör, welche Ledertasche oder Lederetui dazu passt. Dann habe ich hier noch das kleine, hier schon, mit einem Zwischenstopp. Hat normalen Slipjoint, keine Verriegelung. Das ist das kleine hier schon Messer. Das findet man unter den Jagdmessern. Richtig cooles Teil. Es ist sehr klein, aber es liegt mir sehr gut in der Hand. Ein sehr kleines Jackknife, kleines Jagdmesser, wo auch immer man das für braucht zur Jagd. Ich bin jetzt kein Jäger, ich weiß das nicht. Und ja, wenn man das von der Größe vergleicht mit den mittelgroßen Messern, jetzt zum Beispiel mit dem Imkermesser, es ist bei weitem kleiner. Ja, das steht auch in der Beschreibung, wie groß das Messer von der Klinge her ist oder von der Griffbeschalung. Das steht immer in der Beschreibung mit dabei. Das ist jetzt das kleinste Taschenmesser, was die da so haben. Es kostet an die 100 €. Das ist dann schon teuer. Ja, also sehr teure Ware, aber dafür gute Ware, die sehr gut verarbeitet ist. Bei der Firma Otter kann man auf jeden Fall nichts falsch machen, wenn man dort ein Taschenmesser kauft. Die haben auch Jagdmesser. Und auch Küchenmesser, die haben da Gartenmesser, alles so, da kann man sich mal durchklicken, je nachdem, wofür man das Messer braucht. Hier habe ich jetzt noch gekauft ein Lederetui für die großen Messer. Ja, auch mit Otter-Logo vorne drauf. Müsste, glaube ich, Wildleder sein, das weiß ich gar nicht. Und da passen die großen rein, wie das große hier schon. Aber muss dazu sagen, hier vorne guckt es raus. Das sieht man immer, das geht leider nicht besser. Vielleicht ist es dafür gedacht, damit man das leichter wieder rausbekommt. Warum sie das gemacht haben, weiß ich jetzt nicht. Das Hippe-Kniep würde aber auch reinpassen, das große. Ich mache es auch mal wieder zu. Ja, aber würde dann auch bei dem Hippe-Kniep hier oben rausgucken. Ja, finde ich jetzt nicht so gut. Aber ich habe es mir trotzdem mal gekauft. Muss man halt wissen, ob man eine Gürteltasche, einen Lederpaunsch oder irgendwas haben möchte, wie man das halt. Selbst möchte, kann man wahlweise ja immer dann bei dem Zubehör auswählen. Oder man kauft sich von Tasmanian Tiger irgendeine Tasche, die Molle-kompatibel ist oder wie man es halt möchte. Bei jedem Kauf kommt so ein kleiner Beutel dazu bei einem Messer. Finde ich eine geile Sache. Und einen Reinigungstuch habe ich noch bei jedem Messer dazu bekommen. Das finde ich eine tolle Sache, auch mit dem Otter-Logo drauf. Ja, das war meine Sammlung. 10 Messer sind es insgesamt. Es werden vielleicht noch ein paar mehr von der Firma Otter. Ich hoffe auch, dass demnächst mal was Neues kommt. Ich bin nicht mal gespannt und bin absolut auf den 3. April morgen gespannt, was denn da so als Osterangebot kommt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dieses Jahr schaffe ich noch ein paar Videos mehr. Ansonsten schönen Sonntag noch.